Herzlich willkommen zum Taiwan-Vlog von Amarcord. Und ich muss gestehen, die Jungs sind der absolute Hammer. Ich durfte schon dreimal hören. Jetzt noch mehr. Und damit auch von mir ein herzliches Willkommen zu unserem neuen Vlog. Diesmal sind wir in Taiwan und Südkorea. Danke an dieser Stelle nochmal an Sebastian Fitzek für die netten einleitenden Worte. Was haben wir gemacht? Wir sind gerade in Taipei, wir sind gestern angekommen und haben heute direkt die Buchmesse in Taipei eröffnet, haben dort diese Begrüßungszeremonie kulturell ausgestalten dürfen. Und Deutschland ist dieses Jahr besonders vertreten auf der Messe, weil wir quasi als Land, als Special Guest dort fungieren. Das ist auch der Grund, warum wir eben auf der Buchmesse einige Auftritte hatten, unter anderem dann eben am deutschen Stand, wir haben den eröffnet und dann ja für euch heute Abend, für uns gestern Abend, haben wir dann auch am Empfang der Buchmesse abends in einem Hotel gesungen, aber das seht ihr gleich. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns einfach den Tag mal an. Es ist ein bisschen ungewohnt, in die Kamera zu sprechen, gebe ich ehrlich zu, denn das haben wir schon länger nicht gemacht, aber wir sehen uns gleich am Ende nochmal und dann schauen wir, was der Tag so gebracht hat. Hallo, wir sitzen jetzt gerade im Taxi auf dem Weg vom Hotel zur Buchmesse, wo wir unseren ersten Auftritt haben. Und wie man hören kann, hier ist immer noch Weihnachten, wie man unschwer erkennen kann. Ein Beweis, dass auf jeden Fall eine unserer Ansagen stimmt, dass Stille Nacht, Heilige Nacht wirklich in der ganzen Welt bekannt ist und tatsächlich auch das ganze Jahr gespielt wird. Extra roter Teppich ausgerollt.
Ja, das war's auch schon wieder vom ersten Tag in Taipeh. Morgen geht's für uns weiter nach Tainan. Dort sind tropische 30 Grad. Das passt ganz gut. Dort fahren wir dann mit dem Zug hin. Und ihr wisst ja, wie das läuft. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst oder uns dort abonniert oder da unser letztes Video anschaut. Und dann sage ich, bis morgen. Bleibt musikalisch. Musik